Ja, hallo, herzlich willkommen. Die Socke ist weg auf Aurora. Ah, und ja, ein weiterer weißer Fleck auf unserer Landkarte soll sich uns heute erschließen. Und zwar habe ich mir ausgesucht hier Fanny Bayport. Nichts Besonderes wahrscheinlich. Aber wir laufen da mal hin. Hätte eigentlich gedacht, ich bin da schon mal gewesen. Aber war ich wohl noch nicht. Sonst wüsste ich es ja. Gut. Wir sind wieder unterwegs im Socke Survival Modus. Das heißt, wir können nur das mitnehmen, was uns die getöteten Gegner droppen. Ja, oder unseren Finger halt, ne? Oder was wir in Kisten finden, natürlich. Das heißt, gerade am Anfang müssen wir mal zusehen, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind. Beziehungsweise, wenn wir schon nicht vorsichtig sein wollen, dass wir, dass wir uns die Gegner hier schnappen können. So. So, das heißt, man muss ja mal so ein klein bisschen aufpassen, was man so macht. Und da hat man das Glück, dass man so eine super Mütze kriegt. Mit der wir jetzt natürlich unglaublich wehrhaft sind. Sprich, wir bleiben bei der Pistole und müssen gucken. Müssen hoffen, dass wir auch was Tolleres finden auf dem Weg. Naja, sonst heißt es, was auch immer uns was sich uns entgegenstellt, müssen wir mit der Pistole erledigen. Ja, wenn euch diese Videos gefallen, lasst doch mal ein Like da, abonniert den Kanal und macht den ganzen Pipifax von wegen Glocke für die Socke und Kanal abonnieren und Kommentar geben natürlich. Und dann passiert auch ein bisschen mehr. Ja, ansonsten ist das Spiel so in letzter Zeit ein bisschen langweilig geworden. Insofern, dass nichts Neues mehr passiert. Also ich habe, naja, das ist schon seit geraumer Zeit quasi alles durchgespielt. Ich bin ja jetzt schon fast auch in jedem Platz, in jedem Ort gewesen. Wie gesagt, bis auf jetzt hier so ein paar weiße Flecken, die ich jetzt hier noch erschließen möchte. Und ja, und jetzt ist es so, die Mission, die es jeden Tag gibt oder jede Woche oder regelmäßig, sagen wir es mal so, das sind ja auch immer die gleichen. Das sind immer die gleichen Locations irgendwo. Und das macht das Ganze natürlich nicht wirklich spannender, ne? Wie gesagt, ich mach dann hier gerne solche Sachen. Ja, ist auf jeden Fall eine dangerous area. Das heißt, ganz alleine bin ich hier nicht. Sehe zwar noch nichts, aber das kann sich ja noch ändern. Ja, es ist irgendwie immer alles so ein bisschen das Gleiche, ne? Das ist dann schon ein bisschen nervig und also ich würde mich freuen, wenn wir dann bald das Update kriegen, dass wir dann mal wieder richtig was tun können. Okay. So, das ist jetzt zum Beispiel sehr positiv hier für mich. Also es kann sehr positiv sein, weil ich hier offensichtlich schon eine Box finde. Und die Kiste hier kann für mich schon bedeuten, dass ich mich jetzt etwas entspannter bewegen kann, wenn da eine Waffe drin ist. Ja, und das ist eine gute. Gut. Das heißt, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen wehrhafter. Also ich habe ja schon die eine oder andere Basis ja am Ende dann tatsächlich quasi nur mit der Pistole einnehmen müssen, weil es einfach nicht so gepasst hat bei mir, das öftere Mal mit dem Survival-Modus. Das ist dann tatsächlich super ätzend, aber erfüllt mich ja dann doch mit Stolz. Ne? So, das sieht aber jetzt ganz gut aus. Was haben wir? Sieht doch ganz gut ausgerüstet.
Das hat er mich tatsächlich schon gesehen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz das, was ich mir so gedacht hatte, aber. Hoppla. Entschuldigung, ich bin gerade etwas. Ich glaube, ich habe meine 800 DPI. FPS schlecht eingestellt gehabt, meine Abtastrate von der Maus. DPI up. So, ja, ganz schlechtes Beispiel von wie das so geht. Aber ich muss zugeben, ich habe eben so zweite Runden Fortnite gespielt. Das hat wahrscheinlich irgendwie meine Fähigkeiten, Breakpoint zu spielen, ein bisschen verringert, fürchte ich. Ist ja eigentlich irgendwas, kann man die irgendwie plündern? Nee, ne, das geht einfach nicht. Gut, aber dann können wir ja jetzt die letzten Kisten hier holen. Nee, da war es das schon. Aber eigentlich eine super coole Location, ist bestimmt hier richtig gut für wie heißt das hier, für Multiplayer ist das bestimmt ganz gut. So, gibt es hier ein Schifffahrt zu nehmen, sowas finde ich ja auch mal gut. So ein klein bisschen mehr Abenteuer, ne? Ich vergleiche das immer gerne mit Tomb Raider, wo man mehr abenteuerliche Sachen macht. Und das könnte ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Aber das scheint hier nicht so im Sinne des Erfinders gewesen zu sein. Ja, also bevor ich jetzt hier irgendwas anderes noch mache, mache ich hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ganz kurzes Video. Ich suche mir jetzt die nächste Location und hoffe, dass da ein bisschen spannender ist. Ansonsten war es das für heute. Nein, war es nicht für heute. Aber ansonsten ist das jetzt erstmal so gewesen, wie es ist. Vielleicht guckt ihr beim nächsten Video rein. Bis dahin tut das entlassen können. Ciao, eure Socke.